Hallo. Also meine Mutter war ja sehr lange Intendantin von Jagsthausen. Und vorher hat sie dort als Schauspielerin gearbeitet und als Regisseurin. Und ich war, glaube ich, 6 Jahre alt, da war ich zum, nee, 9. Da war ich zum ersten Mal in Jagsthausen mit ihr. Da hat sie damals die Adelheid gespielt, im Götz von Berliching. Und dann später wurde sie eben zweimal Intendantin über 4 Jahre. Also ich habe eigentlich meine ganze Kindheit in Jagsthausen verbracht. Wer sich jetzt fragt, wo Jagsthausen ist, das ist eine berechtigte Frage. Da ist der Götz von Berlichingen geboren, der Mann mit der eisernen Faust, über den Goethe ja dieses Stück geschrieben hat. Ich habe später dann auch die Adelheid gespielt. Ich habe dort aber auch viele andere Stücke gespielt. Und es sind Freilichtspiele. Das bedeutet 800 Leute, eine Burg im Hintergrund, also das ist die Kulisse. Und ich erinnere mich noch, meine Mutter spielte damals eben, wie gesagt, die Adelheid. Und Theater ist ja so, beim Film kann man alles neu machen, wenn da ein Versprecher ist. Das spielt überhaupt keine Rolle. Das geht beim Theater leider nicht. Das ist ein Freiflug. Und da muss man sich wirklich auf die Kollegen verlassen können. In dem Fall gab es auch keine Soufflöse. Doch, es gab sogar eine. Aber das war in dem Freiraumbereich etwas eher hinderlich, dass der Kollege einem weiterhilft, wenn man Totalhänger hat. Oder dass, also man muss sich dann echt was einfallen lassen. Es gibt dann keine Klappe, wo man sagt, aus, vorbei, nochmal. Und deswegen ist es ja auch eine Kaiserdisziplin, sowas, Theater. Und früher gab es auch keine Mikrofone, was heute gang und gäbe ist. Wir mussten das noch mit unserer eigenen Stimme stemmen können. Ja, und dann kamen eben diese ganzen Fernsehschauspieler, die plötzlich nichts mehr zu tun hatten und drängten dann auf die Bühnen, wurden natürlich auch engagiert, weil sie Namen durchs Fernsehen hatten und man glaubte, dass dann mehr Leute kommen, um sich diese Stücke anzuschauen. Aber es müsste eigentlich um die Sache gehen beim Theater. Und Staatstheater ist immer so ein bisschen, naja, gut. Wir haben es bewiesen, dass es nicht so ist, denn wir hatten unser eigenes Ensemble damals, ein Tourneeunternehmen. Und wir haben auch ganz viele Stücke gespielt, ohne dass irgendein Star dabei war. Und wir hatten trotzdem ausverkaufte Häuser, weil es einfach gut war. Punkt. So, zurück nach Jagsthausen. Also meine Mutter spielte die Adelheid und Peter Arendt spielte den Weißlingen. Und es ist so, dass der Weißlingen seine Frau weg vom Hofe haben möchte, weil er sieht, dass die sich in den zukünftigen König verguckt hat. Und sie ist ein eiskaltes Biest. Und als sie das merkt, dass sie vom Hofe entfernt werden soll, schmiedet sie einen Mordplan, um ihren Gatten aus dem Weg zu räumen. Da ist es natürlich nötig, dass dieser nicht auf der Bühne mit ihr steht. Ja. Diese alten Türen in diesem Schloss waren ein bisschen kompliziert, denn die Klinke war nicht zum Runterdrücken, sondern zum Hochdrücken. Und dann erst ging diese Türe auf. Zum Auftritt. Deswegen, um diesem zu entgehen, hatte man diese Türen eigentlich immer auf. So konnte man mit Schwung abgehen und auch auftreten, was ja sehr wichtig ist beim Theater. Es hätte aber noch andere Möglichkeiten gegeben, durchs Haupttor, rechts und links, unter den Tribünen durch, denn das waren auch ganz offizielle Auf- und Abgänge. Auf jeden Fall hat meine liebe Mutter die Szene mit Weißlingen, wo er ihr sagt, und ihr geht auf unser Schloss. Sonst wo, im Titicaca-Ding. Und dann sagt meine Mutter, wenn er weg ist, fängst du so an und schmiedet jetzt den Mordplan. Laut, in Gedanken. Weiß der Geier, was passiert war? Auf jeden Fall, die Tür des Auf- und Abganges war nach dem Auftritt Weißlingen offensichtlich von irgendeinem Kollegen aus Versehen oder mit Absicht, man weiß es nicht, zugemacht worden. So, also er in voller Rage sagt zu meiner Mutter, ha, ich wünsche, dass ihr da und so da geht und jetzt soll er richtig so mit Schwung abgehen. Und er kommt an diese Türe, ist schon mal leicht verdutzt, dass diese Türe zu ist. Versucht natürlich jetzt normal, diese Türe aufzumachen und geht natürlich nicht, weil er hätte so machen müssen. Also er steht vor der Tür. So, meine Mutter inzwischen. Also sie fängt an, auf und ab zu wandern. Auf und ab zu wandern. Er wieder klopft. Lass mich raus, lass mich raus.
Nichts. Meine Mutter wandert größer auf und ab und auf und ab. Jetzt wurde er nervös. Also er hat wirklich dumm, 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 dumm. Nichts passierte. Meine Mutter konnte ja nicht weitersprechen. Der war ja immer noch auf der Bühne. Jetzt, anstatt dass dieser Mensch irgendeinen anderen Abgang gewählt hätte. Nein, was macht der Wahnsinnsknabe? Er dreht sich zum Publikum um. Zum Publikum. Und macht so. Na, da war es aus. Meine Mutter hat gedacht, sie bricht völlig zusammen. Sie haben dann auch echt abgebrochen. Irgendeiner hat ihm dann die Tür aufgemacht. Und dann musste meine Mutter von vorne anfangen. Und sie war eh so eine Lachwurzen. Furchtbar. Bin ich ja auch. Grausig. Also es musste wegen uns ein paar Mal der Vorhang fallen, weil wir uns vor Lachen nicht mehr eingekriegt haben. Nicht mehr eingekriegt haben. Und dann gab es natürlich auch manchmal Versprecher, die sind schwierig, dass man da schwierig rüberkommt, ist klar. Sie spielte die widerspenstigen Zähmungen, die Katharina, und muss zum Schluss sagen, er sorgt für dich und deinen Unterhalt, lässt seinen Leib viel Qual erdulden durch Sonne, Sturm und Wind. Und sie sagt mit klirrender Stimme, er sorgt für dich und deinen Unterleib. Nun war das Wort Leib weg. Sie schwamm, die Kollegen waren weg von der Bühne. Spritz, spritz, spritz. Und dann sagte sie, lässt seinen Halt viel Qual erdulden durch Sonne, Wind und Sturm. Wenn sie es normal weitergesprochen hätte, hätte es keine Sau bemerkt. Das haben wir sehr oft festgestellt. Wenn wir Saltos gemacht haben, wegen der lustigsten Versprecher, hat das Publikum danach gefragt, warum haben sie denn so gelacht? Weil sie hat natürlich dann den ganzen Schluss des Monologes komplett verlacht, bis zum Schluss. Da waren einige Leute echt sauer. Und wenn man ihnen das dann erklärt und sagt, hallo, haben sie den Versprecher nicht gehört? Nö. So kann es gehen. Also, Freilichtspiele Jagsthausen, aber da kommt noch einiges. Tschüss.